Hallo und willkommen zurück zu The Witcher 2. Ich möchte kurz auf einen Kommentar eingehen. Jemand schrieb irgendwie sowas von wegen, ich bräuchte wohl noch ein bisschen Übung in dem Spiel. Es wäre wohl etwas frustrierend zuzusehen, weil ich da so oft sterbe und so weiter. Zum einen brauche ich keine Übung, weil ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Also ich weiß, was auf mich zukommt und ich kenne die meisten Kämpfe noch. Und klar, man braucht immer so ein bisschen Übungen, um einfach mal wieder in so ein Spiel reinzukommen. Klar, aber ich denke mal, vielleicht später, vielleicht sterbe ich auch weniger, vielleicht sterbe ich aber auch genauso oft. Auf jeden Fall, ich werde nicht die Schwierigkeit zurücksetzen, wenn ich nicht das Gefühl habe, es geht gar nicht mehr weiter. Das Spiel ist an sich einfach recht anspruchsvoll und nicht nur für mich, sondern für viele andere auch. Es gibt mit Sicherheit Ausnahmen. Es gibt Leute, die haben es vielleicht auch schon mehrmals durchgespielt oder die sind an sich einfach sehr gut in sowas. Klar. Aber ich bin auch nicht frustriert davon. Es tut mir leid, wenn das so irgendwie so rüberkam, aber bin ich überhaupt nicht. Also mich stört es auch überhaupt nicht, wenn ich ein paar Mal sterbe, dann ist es halt so. Das ist dann wenigstens kein Kinderkampf, sondern das ist halt richtiges Kämpfen. Also ich finde das auf jeden Fall gut. Es gibt ja viele diese Hack-and-Slay-Spiele, da schlägt man sich halt in 2 Sekunden durch, aber hier braucht man halt ein bisschen länger für einen Kampf, das finde ich nicht schlecht. Und ja, jetzt habe ich hier mir mal in der Kiste meine Sachen wiedergeholt. Wir kamen ja gerade aus diesem Fight Club. Und deswegen muss ich mich jetzt erstmal wieder neu ausrüsten. Distanzwaffen. Wir haben gar keine. Achso, die Bomben sind ja unter Bomben, natürlich. Wir können noch nicht werfen, deswegen rüste ich das gerade mal noch nicht aus. Wir haben 2 Rüstungen. Okay, aber ich habe die richtige angezogen. Das war Blutresistenz plus 8, das ist plus 7. Ich wusste gar nicht, dass wir das gesteppte Leder zweimal haben. Seltsam. So, die Fallen. Von einem englischsprachigen Zuschauer habe ich den Tipp bekommen, mit 20 Fallen kann man irgendwie alle, mehr oder weniger alle Gegner im Spiel besiegen. Okay. Wusste ich jetzt auch noch nicht. Ich probiere es vielleicht aus, dass ich öfter mal mit Fallen legen spiele, aber ich finde es auch schwer im Kampf jetzt oder vor dem Kampf das rechtzeitig alles auszulegen oder so. Mal gucken, wie das klappt. Ich versuche dran zu denken, ein bisschen mehr Fallen einzusetzen. Und jetzt, wieso bin ich denn immer noch überlastet? Ich war doch vorher nicht überlastet, als ich in den Kampf gegangen bin. Das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht muss ich mir die Trophäe anhängen. Hier. Jetzt haben wir die da hinten dran. Diese tolle Zunge. Und wir sind immer noch überlastet. Vielleicht habe ich nach dem Kampf irgendwas bekommen? Irgendeine Belohnung? Ich? Geld oder Leben? Und er? Ja, die Er sagt, erzählen sich irgendwelche ich hab Storys. hier was für dich. Und ich sehe, wie er sein Messer greifen will. Das ist jetzt blöd. Teufelskerl. Und? Er starb mit einem Pfeil im Rücken. Geld hatte er nicht. Nur die Armen wehren sich. Es gibt hier im Dorf einmal eine Stelle, wo man angegriffen wird. Es könnte sein, dass die jetzt demnächst kommt. Und jetzt, wenn ich überlastet bin, kann ich natürlich nicht gut kämpfen. Deswegen versuche ich irgendwie zum Händler zu kommen, ohne dass mich jemand überfällt. Vielleicht sollten wir einfach mal auf den Tag warten. Ja, es sind mit so Morgendämmerung. So. Und dann geradeaus sollte der Marktplatz sein. Wusste ich doch, dass es sich lohnt, in dieses Drecksloch zu kommen. Oh. Volltests, Mörder, höchstpersönlich. Wie geht's denn so? Was macht die Gesundheit? Kann nicht klagen. Freut mich. Aber schau, der Weg nach Vysima ist lang. Ich habe keine Zeit zu verplaudern, nachdem ich dich schon so lange suchen musste. Gute Reise. Grüß Vysima.
Hör mal, du Kaspar, lebendig bist du zwar mehr wert, aber im Zweifelsfall bin ich auch mit einem toten Hexer zufrieden. Such's dir aus. Versuch doch mal, mich umzubringen. Wirf dein Schwert weg, sonst garantiere ich für nichts. Komm her, wenn du mich haben willst. Scheiße, und genau das habe ich befürchtet. Da werde ich mal ganz schnell irgendwas abwerfen müssen. Gewicht 17, dann schmeiße ich die gerade mal weg. Es tut mir ein bisschen weh, weil wir die auch verkaufen könnten. Aber ich kann nicht sonst gegen die kämpfen. Er ist eine Menge wert. Autsch. Pass bloß auf. So. Ja. Ich wollte erstmal das Quinn haben. Ich muss mich auch immer wieder, dadurch, dass ich halt doch öfter mal andere Spiele mache, an das Kampfsystem neu gewöhnen. So viel halt zur Übung auch. Das ist der Gesuchte. Männer, packt ihn! Auf die Anderlinge! Los, keine Angst vor Hexermagie! Ich habe einen Schildkrötenstein! Du hast einen Schildkrötenstein? Toll. Der schützt dich jetzt vor mir. Guck mal. Ha! Der schützt dich ja ganz toll. Au. Er ist eine Menge wert. Passt bloß auf. Ich bin nicht gestorben. Okay. Noch so ein Ding und ich werd richtig sauer. Ja, und da muss man jetzt nochmal super aufpassen. Sobald eine Wache einen dann mit gezogenem Schwert sieht, fängt die auch noch an, um zu meckern und von wegen hier. Steck dein Schwert weg. Ich habe mich nur verteidigt. Scheiß Drecksleiter da. Strickleiter. Scheiß Drecksleiter. Super. So, und da haben wir die geschlepptes Leder weggeworfen. So. Dann kann ich jetzt das doch noch verkaufen. Und weh, mich greift noch jemand an. Und die haben da doch so einen Befehl wieder eingesammelt. Haftbefehl, Geralt von Riva. Hiermit wird allgemein bekannt gegeben, dass der Hexer Geralt von Riva sich des Kapitalverbrechens des Regiz an Foltes, König von Temerien, schuldig gemacht hat. Als Mörder und Verräter ist Geralt von Riva des Todes durch das Feuer. Seine Versetzung und Auslieferung an die zuständigen Behörden wird mit einer großzügigen Summe belohnt. Wer den Kopf des Reliquenten bringt, soll die Hälfte besagter Summe erhalten. Auch verlässliche, verifizierbare Informationen über den Aufenthaltsort des Kriminellen werden vergütet. Vorsicht, der Hexer ist bewaffnet und gefährlich. Und wie wir das sind. Ja, wie schon am Anfang befürchtet, sind wir natürlich jetzt ein gesuchter Verbrecher, weil alle denken, wir hätten den König ermordet. Dabei war es ein ganz anderer Hexer. Bei wem habe ich letztes Mal meine Waffen verkauft? Ach, beim Schmied. Aber ich kann vielleicht auch irgendwem anders gerade mal die Steppjacke geben. Dir nicht? Okay. Mein Gott, ihr seid doch Händler. Wollt ihr nicht mit mir handeln? Guten Tag. Ich möchte mir kurz die Waren ansehen. Entschuldige die Neugier, aber sollst du nicht den Kairan umbringen? Ich habe diesen Ort so satt. Und dann heben sie endlich die Blockade auf. Sei gegrüßt. Ich bin Fioravanti, Händler. Loredo lässt die Händler erst frei, wenn's ihm passt. Offenbar braucht er euch. Wozu denn, verdammt? Will er eine internationale Messe abhalten? Ich bin König Demavents Untergebener und sage dir... Demavent ist tot. Kommen wir jetzt zum Geschäft, wenn's recht ist. Das ist natürlich ein Argument. Demavent ist tot. So, ich möchte dir meine Jacke verkaufen. Dankeschön. Und schon sind wir nicht mehr überlastet. Und dann hatten wir, glaube ich, noch ein bisschen Gerümpel dabei. Ah,
Haben ganz schön viel Eisenerz. Ich glaube fast nicht, dass wir das alles brauchen. Ah, ich will 12 verkaufen. Manche Zutaten sind halt auch recht schwer. Intriagenhaut ist schwer. Wow, und so viel Leder. Ach komm, tun wir auch ein bisschen was weg. Und er hat auch ein paar Zutaten, aber nicht sehr viele. Gut. Jetzt, was haben wir denn gemacht? Wir waren im Fight Club. Gerade mal überlegen, was wir als nächstes machen könnten. Es bleibt natürlich noch die Sache mit der Intriagenkönigin. Das werde ich dann noch nicht gleich wieder anfangen. Das wäre jetzt dann nicht sehr sinnvoll. Ich suche gerade was anderes. Natürlich können wir jederzeit pokern und Armdrücken machen. Wir können nach dem Schattenbeinwurz suchen gehen. Das wäre das hier. Wo ist denn... Ich suche diese Aufgabe, die der Jorwe... Ach Quatsch, nicht der. Der Cedric uns gegeben hat. Ach ja, in den Fängen des Wahnsinns. Diese Ruine von der Irrenanstalt. Vielleicht können wir da mal reingucken. Ich weiß nicht mal, wie anspruchsvoll die ist. Probieren wir das doch einfach. Ach ja, unsere Freunde. Donnerschlag. Ach, und natürlich trete ich mal wieder in irgendwelche Fallen rein. Okay. Und da hätten wir noch eine Intriagen-Trophäe. Brauchen wir eigentlich nicht. Egal, verkaufen. So, ich sehe dich doch da hinten. Das Feuer hat noch keine so arge Reichweite. Sollte ich mir mal merken. Dabei wollte ich jetzt eigentlich noch mal kurz meditieren, mal gucken, was wir noch so herstellen können. Das Medaillon... Ah ja, okay. Ach, lecker. Irgendwie dieser... Punkt hier hat gerade nicht funktioniert. Jetzt aber. Jetzt haben wir ein zusätzliches Schild. Finde ich auch nicht schlecht. Sag mal, wo kommt ihr denn alle her auf einmal? Das ist ja grässlich.
Du stinkst vielleicht. Ach du Scheiße. Ich bin gerade leicht in Bedrängnis. Kann man meine Lebensenergie sich wieder auffüllen? Hallo? Wieso tut sie das nicht? Scheiße, scheiße. Das ist gerade gar nicht gut. Die sind noch alle hinter mir her. Lalalala. Lass mich durch. Leute von Bindegarn, helft mir. Oh ja. Vorsichtig. Okay. Ja, das war super wieder. Mal gucken. Erhöht maximal Schaden des Schwertes. Hört sich doch gut an. Herstellen. Das macht Einäscherung, Resistenz, Blutenresistenz, ja, machen wir mal eins. Die Krähe, Wirkungsstärke, erhöht auch Schwertschaden. Nummer zwei. Was wir alles schon so herstellen können. Das brauchen wir später. Da wollen wir aber dieses extra, die extra Zutat dazu. Man kann das auch mit den anderen Zutaten herstellen. Ich glaube, es ist dann aber nicht ganz so wirkungsvoll oder so irgendwas. Was haben wir noch? Erhöht Zeichen in ach Gott, Intensität. Dann haben wir die Bombe und Schwalbe. Schwalbe mag ich auch immer sehr gerne. Und stellen wir noch Bomben her. So. Sehr gut. Werde ich ein bisschen was einschmeißen, bevor ich dann in dieses Irrenhaus gehe. Pass auf dich auf! Ja, das sollte ich wohl besser mal. Also, ich muss da ganz hinten hin. Das ist ein gefährlicher Weg. Gehen wir durch das Neckargebiet. Ach, wieso hast du jetzt das Schwert wieder weggesteckt, Junge? Ah. Ich dachte eigentlich, wenn man den Nester zerstört hat, dass nicht mehr ganz so viele hier rumlungern. Falsch gedacht. So kann man sich irren. Ich trinke mal so eine Schwalbe. Und wehe, mich greift jetzt irgend so ein Vieh an. Man kann halt schon mehrere Tränke auf einmal nehmen, muss aber auf die Toxizität dann achten. Heute Ausspracheprobleme. Dass man sich dann keine Vergiftung holt dabei. Ja, und da kommen sie wieder. Ich habe sie an den Bäumen entlang krabbeln sehen.
Tumult. Huch, was war das denn? Leute, ihr glitscht gerade irgendwie weg. Was sollte das denn jetzt? Hallo? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das war jetzt sehr seltsam. Geisterintrigen. So, mal gucken, ob wir noch einigermaßen auf dem richtigen Weg sind oder... Nein, sind wir nicht. Ich muss ein Stückchen zurück wieder. Da habe ich schon eine Karte eingeblendet und finde trotzdem meinen Weg nicht. Willkommen bei meinen Let's Plays. Hier geht's aber jetzt lang. Und hier geht's dann auch bei der nächsten Folge weiter, wollte ich gerade sagen. Ja, mit dem Typ reden wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.